2011 saß nach einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in den Vorständen der 200 größten deutschen Unternehmen nur 3% Frauen. In Zahlen sind das 28 von 942 Vorstandsposten. In den Aufsichtsräten sieht die Situation geringfügig besser aus. Dort liegt die Frauenquote bei ungefähr 12%. In den 100 größten Unternehmen liegt der Anteil der Vorstandsfrauen sogar bei 0%. Dort sitzt überhaupt keine Frau. In dieser Situation hat in den letzten Monaten die Politik sehr hitzig darüber diskutiert, ob man eventuell eine Frauenquote in der Wirtschaft bräuchte. Die SPD, die Grünen und die Linke sind dafür. Die FDP ist dagegen, weil sie das für einen zu großen Eingriff des Staates in die Wirtschaft hält. In der CDU-CSU ist man sich nicht ganz einig. Arbeitsministerin Ursula von der Leyen ist für eine relativ starke Quote. Christina Schröder plädiert für die Soft-Version, die sogenannte Flexi-Quote. Die Piraten haben noch keine Position und deswegen sind wir heute hier, um darüber zu reden, ob eine Frauenquote für die Wirtschaft eventuell eine Position für die Piratenpartei wäre oder eher gar nicht. Unser Diskussionsthema ist also die Quote in der Wirtschaft. Es geht uns nicht um die Quote in der Partei oder Ähnliches, das wird heute kein Thema sein. Wir haben für euch die Möglichkeit, dass ihr an @p9live auf Twitter eure Fragen senden könnt. Und wir haben über den Twitter-Account auch ein Pad rausgeschickt, da könnt ihr mitdiskutieren und auch nochmal Fragen oder Argumente einbringen. Ich werde jetzt zu Beginn der Sendung unsere beiden Gäste kurz vorstellen und ihnen dann jeweils 5 Minuten geben, um ihre Position klarzumachen. Wir haben einmal Laura Dornheim da. Laura, du bist auch Mitglied der Piratenpartei und du trittst heute für eine Quote ein. Und auf der anderen Seite des Tisches sitzt Georg. Georg, ebenfalls Mitglied der Piratenpartei. Übrigens auf Twitter @schwarzblond und @jorges. Und Georg wird heute gegen die Quote diskutieren. Laura, vielleicht fängst du einfach kurz an, stellst dich vor und stellst deine Position vor. Gerne. Ich schätze, ich brauche keine 5 Minuten dafür. Ich stelle mich kurz vor. Ich heiße Laura, auf Twitter schwarzblond. Ich habe mehrere Jahre als Unternehmensberaterin gearbeitet und promoviere gerade über ein wirtschaftsnahes Thema. Ich bin definitiv für eine Frauenquote in der deutschen Wirtschaft, weil ich eben aus eigener Erfahrung gesehen habe, nicht nur wie wenig es gibt, sondern wie schwierig es auch für die Frauen ist, die wirklich qualifiziert sind und solche Posten übernehmen wollen, da reinzukommen. Ich muss Lena auch gleich noch mal ein bisschen korrigieren. Die Quote in den Aufsichtsräten sieht zwar geringfügig besser aus mit knapp 12%, allerdings sind von diesen 12% fast 2/3 aus der Arbeitnehmervertretung. De facto ist auch diese Quote extrem niedrig. Ich finde, generell sollten wir irgendwie so wenig Gesetze wie irgendwie möglich haben, aber so viele, wie wir brauchen. Und da sehe ich einfach in unserem Grundgesetz ganz klar die Aufforderung dazu, für Gleichberechtigung zu sorgen. Es gibt keine Chancengleichheit, wenn es darum geht, Top-Positionen in der Wirtschaft zu beziehen für Frauen. Und ich finde, da gibt es eine ganz klare Handlungsaufforderung an unsere Regierung. Danke, Laura. Georg, wie sieht das bei dir aus? Ja, ich bin Georg. Ich habe jetzt beruflich nichts mit Frauenquote oder Feminismus oder irgendwie diesen Themen zu tun. Ich interessiere mich einfach schon mein Leben lang dafür. Ich habe letztens über Silvester, gab es auf Twitter so ein Meme, das heißt When I was a baby feminist, und da haben alle so getwittert, was sie gemacht haben als Kinder schon, als sie gemerkt haben, dass sie Unterschiede entdeckt haben und das blöd fanden. Ich habe getwittert, stimmt, ich hatte mich an meinen Sportlehrer erinnert, mit dem habe ich diskutiert, warum Jungs schneller sein müssen beim 100-Meter-Lauf als Mädchen. Fand ich damals ziemlich jungfeindlich, im Nachhinein finde ich sogar recht frauenfeindlich, weil schon Mädchen ganz früh die Message mitgegeben wird, ist ja normal, dass Jungs schneller sind. Und so zieht sich irgendwie dieses Beobachten und Gucken und Bewerten durch mein Leben durch. Ich gucke mal, wo Ungerechtigkeiten sind und natürlich aus einem männlichen Blickwinkel eher. Und so komme ich auch dann zur Quote und habe mir da auch eine Meinung zugebildet. Ich will vorneweg sagen, ich finde die Ziele, die mit der Quote verbunden werden, also dass man eben will, dass jeder Karriereweg unabhängig vom Geschlecht sein soll, finde ich völlig in Ordnung, das unterstütze ich absolut. Große Frage ist eben, ist die Quote dafür das richtige Mittel? Und das sehe ich eben bislang nicht so. Das entscheidende Kernargument dagegen ist für mich eben, ich kann nicht ein Ziel erreichen, wenn das Mittel in seinem Wesen nach dem Ziel widerspricht. Also ich habe das Ziel, das Geschlecht soll keine Rolle spielen, und jetzt wende ich ein Mittel an, was ja allein quasi das Geschlecht eine Rolle spielen lässt. Das ist für mich irgendwie so, wie wenn ich sage, ich will, dass Politik transparent ist, und jetzt mache ich intransparent Politik, weil geht ja nicht anders, oder muss man es bestimmt müssen machen. Das ist so der Hauptangelpunkt, aus dem sich dann auch viele Gegenargumente bei mir ableiten. Ich sehe auch noch ein ganz praktisches Problem für uns Piraten, für die Quote einzustehen. Denn wir haben ja ein genderpolitisches Programm und da steht ganz klar drin, wir lehnen fremdbestimmte Zuweisung von Geschlecht ab.
Und ich glaube, wenn wir das ernst nehmen, könnten wir eigentlich gar keine Quote durchsetzen, weil das würde ja bedeuten, angenommen, es gibt die Frauenquote, es gibt eine neu zu besetzende Stelle, die Frauenquote sagt, es muss eigentlich ein Mann dahin. Und jetzt kann ich hinkommen als Mann und sagen so, ja, nee, Quatsch, die Frauenstelle, das heißt, die Frauenquote sagt, da muss eine Frau hin. Und jetzt komme ich als Mann hin und sage, ja, hi, ich bin eine Frau. Und niemand hat das Recht, irgendwie jetzt mir zu widersprechen, weil niemand kann mir ein Geschlecht aufzwingen. Mhm. Ja. Ich muss da ganz kurz drauf eingehen. Für mich, ich würde es nicht sagen, weil wir das im Programm drin stehen haben, können wir gar nicht für eine Quote sein, sondern vielleicht ist auch aus Anlass, darüber nachzudenken, inwiefern diese Haltung denn wirklich realistisch ist, weil de facto leben wir in einer Gesellschaft, die ganz, ganz stark alle Menschen einem Geschlecht zuordnet. Dann müssen wir das Programm erstmal ändern. Also wir hatten uns darauf entschieden, für diese Art Programm erstmal entschieden, und ich fand das auch total gut, weil es ja auch, ich habe es mal so als so einen guten Hack empfunden. Also ich habe es so verstanden, wir wollen quasi diese Fremdzuordnung weglassen, damit zum Beispiel, wenn irgendein Gericht feststellt, Ehe ist nur zwischen Mann und Frau, dann kann jeder kommen und sagen, so, hier, ich bin der Mann, ich mache die Frau, und dann heiraten wir halt, und dann müssen wir quasi nicht die Ehedefinition ändern. Und ich fand das immer super und fand das auch sehr zukunftsweisend. Und ja, wenn wir das ändern wollen, dann hat das wieder andere Implikationen. Also wenn wir wirklich sagen wollen, okay, wir dürfen fremdbestimmt zuweisen, wer ist ein Mann, wer ist eine Frau, dann ja, müssen wir gucken, was das andere Auswirkungen hat, ob wir die auch wollen. Aber wenn wir es als Hack sehen, dann können wir auch gerne dabei bleiben, und dann freue ich mich über jeden deutschen Vorstandsvorsitzenden, der sagt, ich bin eine Frau und möchte um die Frauenquote fallen. Also wenn das von Josef Ackermann oder Ähnlichem kommt, dann freue ich mich wunderbar. Ist für mich immer noch kein Argument gegen die Quote. Das wäre jetzt auch meine Frage an dich gewesen. Glaubst du tatsächlich, dass so viele Männer aus Vorstandsetagen sagen würden, ja, ich bin eine Frau, um diesen Posten zu bekommen, dass das in der gesellschaftlichen Diskussion Bestand hätte? Und wenn das so wäre, wäre das nicht irgendwie ein großartiger Schritt für die Gesellschaft, dass wir plötzlich die Debatte darüber, wie eigentlich zugeordnet wird, wer ein Mann ist, wer eine Frau ist, was sind eigentlich unsere Kriterien dafür und was davon ist relevant für Machtverhältnisse, plötzlich in der Gesellschaft geführt werden müsste, weil Josef Ackermann zum Beispiel sagt, ja, ich bin eine Frau, und viele Frauen vielleicht sagen, nein, bist du nicht, und plötzlich haben wir eine Debatte in der Gesellschaft. Wäre doch großartig, oder? Ja, also wenn wir die Quote wirklich so durchsetzen wollen oder so gestalten wollen, dass jeder sich die Rollen aussuchen kann, dann sieht schon meiner Meinung nach wirklich anders aus, tatsächlich, ja. Also, nur, wie gesagt, wenn es uns quasi um die Menschen geht, die bislang benachteiligt sind, ja, und wir jetzt konkret denen helfen wollen, dann ist eine Quote, die ja, die Geschlechter zuschreibt, die Rollen zuschreibt, glaube ich, notwendig, oder? Also die quasi von außen festlegt, wer ein Mann und Frau ist. Weil sonst, also ich fände es toll, wie gesagt, wenn wir die Quote so ausgestalten, okay, dann könnte ich mal drüber nachdenken. Laura, was glaubst du? Glaubst du, dass eine Fremdzuschreibung notwendig ist, um das Ziel einer Frauenquote gesetzlich erreichen zu können? Oder geht das auch über Selbstzuschreibung oder vielleicht, indem man irgendwas anders formuliert? Ich glaube tatsächlich, und da bin ich immer sehr pragmatisch, dass diese zwei Diskussionen nicht zusammenzuführen sind. Also die eine ist eine eher soziologisch getriebene, wollen wir diese Zuschreibungen, eine prinzipielle, die auch von einer Utopie geleitet ist, unsere Utopie in der Piratenpartei oder unser Ideal ist, eine Post-Gender-Gesellschaft. De facto leben wir aber in einer Gesellschaft, in der es noch nicht mal darum geht, ob wir mit den Fremdzuschreibungen einverstanden sind oder nicht, sondern wo ich mal meinen würde, dass weit über 90% und aus bald zu berichtenden Quellen weiß ich, dass es auch innerhalb der Piratenpartei ist, weit über 90% der Gesellschaft sich sehr klar einem der zwei Geschlechter Mann oder Frau zuordnen. Also ist es für mich so ein bisschen, ehrlich gesagt, eine müßige Diskussion und so ein bisschen Nebenkriegsschauplatz, der davon ablenkt, dass wir mit einer Frauenquote ein sehr simples Instrument hätten, um die absolut größte Minderheit in der deutschen Wirtschaft ganz stark zu pushen. Und wie ich denke, dann auch viele andere unterrepräsentierte Gruppen. Wenn ich da als Moderation nochmal so einen Vorschlag zur Vermittlung machen darf, man könnte ja zum Beispiel eine Quote auch anders formulieren. Man könnte zum Beispiel sagen, man macht eine Quote für diejenigen Personen, die derzeit gesellschaftlich einer Geschlechterkategorie zugeordnet werden, die unterrepräsentiert ist oder ähnliches. Dann geht es darum, wie die Gesellschaft die Personen sieht und wie sie deswegen in bestimmten Machtstrukturen verortet werden. Und das wäre doch gleichzeitig kompatibel mit unserem Prinzip der Selbstzuschreibung, oder, Georg? Naja, ist die Frage, wie das dann definiert wird. Wer entscheidet, zu welcher Gruppe ob ich jetzt zu dieser unterprivilegierten Gruppe dazugehöre oder nicht? Wenn ich das selbst tue, hat das, wie gesagt, für mich eine ganz andere Komponente. Also wenn ich wirklich diese Freiheiten habe, mich da selbst einzuordnen, selbst dann auf die Wege, die unterrepräsentierten Quoten, unterrepräsentierten Stellen
ausfüllen kann, auch als Mann oder als Frau, hat eine, wie gesagt, eine ganz andere Notation. Wenn es aber wirklich fremdbestimmt ist, ja, wenn jemand von außen kommt und sagt so, hier, du bist ein Mann, du bist eine Frau und ihr müsst jetzt da irgendwie, 4 von euch müssen dahin und 6 von euch müssen das so ausmachen, hat das wieder, ist es wieder was Antifreiheitliches. Mein Vorschlag zur Güte wäre gewesen, dass man sagt, du gehörst zu einer Kategorie, die gesellschaftlich so und so betrachtet wird. Ja, und was das im Einzelfall bedeutet, genau, darüber müsste es einen gesellschaftlichen Diskurs geben. Im Einzelfall würden es wahrscheinlich Gerichte entscheiden, tatsächlich. Aber das führt jetzt zu weit. Dann ist es auch fremdbestimmt. Nein, es gibt einen Unterschied zwischen, du bist eine Frau und du gehörst einer Kategorie an, die gesellschaftlich so und so positioniert ist derzeit. Also dir wird eine Position zugeschrieben. Aber ich glaube, das führt jetzt wahrscheinlich zu weit vom Thema weg und ich verliere ansonsten meine neutrale Moderation. Deswegen. Ich möchte gerne einen Punkt aufgreifen. Du hast gesagt, individuelle Freiheit und freie Entfaltung. Und ich habe auch keine Lust, irgendwie in dieser Gesellschaft ständig in irgendwie ein Rollenbild einer Frau, die irgendwie so und so zu sein hat und irgendwie dies und jenes zu tun und zu lassen hat, zu fallen. Allerdings empfinde ich die Einschränkung meiner Freiheit deutlich, deutlich größer, wenn ich einfach über Restriktionsmechanismen in der Wirtschaft daran gehindert werde, durch eine berufliche Laufbahn durchaus auch Macht- und Mitbestimmungspositionen zu erreichen. Und das ist, Ja, also dazu will ich auch gerne mal sagen, ich bin ja nicht dafür, dass man nichts tut. Also ich sehe natürlich die Probleme. Ich kann auch wahrscheinlich dem vielen zustimmen, wovon du jetzt nachher erzählen wirst, dass es irgendwie in diesen Führungsriegen irgendwie, dass die aus Männern bestehen, dass die kooptieren, dass die natürlich dann homogen bleiben wollen, dass da sexistische Ansichten vorherrschen. Das glaube ich alles. Die Frage ist trotzdem halt, ist jetzt wirklich die Quote das beste Mittel dafür? Hast du eine Alternative? Ja, ich gebe eine Reihe von Alternativen. Also wir können ja erstmal anfangen, also erstmal allgemeiner das Problem. Ich glaube, dass diese Asymmetrie in Vorstandsetagen, dass da mehr als 90% Männer sind, dass die zusammenhängt mit einem Männerbild, was wir haben in der Gesellschaft. Und dass diese Asymmetrie, die wir in Vorstandsetagen haben, die gleichen Gründe hat, wie die Asymmetrie, die wir bei Obdachlosigkeit haben. Da sind 3-mal mehr Männer als Frauen sind obdachlos. Oder die Asymmetrie, die wir bei Suiziden haben zum Beispiel, 3-mal mehr Männer begehen. In Kindergärten, in Familien. Und das, ich glaube, wir können keins davon nachhaltig ändern, wenn wir das nicht ganzheitlich angehen, wenn wir irgendwie nicht irgendwie gucken, welche allgemeinen Ursachen von Männerwelt stehen dahinter. Stimme ich dir vollkommen zu, möchte ich nur mit einer kurzen Frage reingrätschen. Was geht schneller, eine Gesellschaft grundlegend verändern oder ein Gesetz erlassen? Die Frage ist halt, ob dieses Gesetz dann wirklich so wirkungsvoll ist. Also ich finde ja, als Beispiel, wie die Grünen sind ja ein ganz großes Paradebeispiel für eine Quote jetzt in der Politik. Die haben seit 25 Jahren die Quote in der Partei. Grüne innerparteiliche Kultur ist undenkbar, ohne Frauen in Führungspositionen. Und wenn man jetzt sagt, okay, die Quote ist da offenbar so erfolgreich, wir praktizieren sie ja, dann könnte man sie eigentlich abschaffen. Ja? Wenn die Quote wirklich die Diskriminierung in den Köpfen abgeschafft hat, dann könnte man ja sagen, okay, jetzt ist halt Zeit genug, jetzt muss ja auch ohne Quote gehen. Komischerweise passiert es nicht. Da, wo Quoten eingeführt werden, bleiben sie bestehen. Es fehlt immer die Abbruchbedingung. Weil Frauenquote, weil was? Also ich glaube einfach, dass wenn wir uns angucken, seit wie vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden wir in einer patriarchal geprägten Gesellschaft leben, 25 Jahre Quote in einer Partei, die erst in den letzten 10, 15 Jahren wirkliche Machtpositionen in der deutschen Gesellschaft hat, einfach ein vernachlässigbarer Zeitraum ist. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es daran liegt, dass es bis jetzt immer, wenn man die Gesamtgesellschaft betrachtet, viel zu kleine Gruppen sind. Und deswegen glaube ich halt, deutsche Wirtschaft ist schon einfach nochmal deutlich umfassender und könnte da eine große Vorbildfunktion haben. Georg, kannst du antworten, kurz erstmal in mein Mikro sprechen, zumindest noch 3 Minuten, würde euch das weiterhelfen? Soll ich ranhalten, habe ich gerade ein Zeichen bekommen. Geht's okay, jetzt? Vielleicht geht es besser, wenn du es ranhältst. Vielen Dank an die Zuschauenden für die Rückmeldung, das hilft uns sehr. Ja, also genau, 25 Jahre sind eine kurze Zeit, aber das Spannende ist, in 25 Jahren ist wiederum auch ganz viel passiert. Also man kann sich auf Wikipedia mal angucken, die Liste der weiblichen Staatsoberhäupter oder weiblicher Ministerin. Das ist seit den 90er Jahren explodiert, ja, und zwar auch in Ländern, wo wir es jetzt gar nicht irgendwie... Vielleicht auch wegen der Quote? Ja, gerade aber, nee, ich glaube gerade nicht. Also die ist gar nicht so verbreitet in der Politik, glaube ich, wie wir denken. Gerade so Länder, wo wir es vielleicht irgendwie gar nicht uns vorstellen würden, zum Beispiel Türkei, die hatten in den 90er Jahren eine türkische Ministerpräsidentin. Da passiert oft mal ganz viel eben ohne die Quote. Und ich glaube, das ist natürlich ein Verdienst von der Frauenbewegung, angefangen von dem Frauenwahlrecht Anfang des 20. Jahrhunderts bis halt in den 60er Jahren, Feminismus etc. Und das sind, glaube ich, jetzt Effekte, die langsam auch durchsickern müssen. Ja? Da ist eine Generation an Eltern aufgewachsen, die haben Kinder. Ich muss, glaube ich, tauschen. Ich kriege hier... Ja, okay. So, also,
Also da ist viel passiert und ich glaube, das sickert langsam durch. Da ist eine ältere Generation aufgewachsen, die haben ihre Kinder mit anderen Männerbildern, Frauenbildern aufgezogen. Es gibt eine bessere, die Bildung von Mädchen hat sich verbessert. Inzwischen vielleicht sogar so krass, dass es irgendwie wieder, dass es vielleicht sogar wieder zum Nachteil der Jungs wird, wenn man sich anguckt, wie viele Mädchen Gymnasien besuchen. Irgendwie haben wir dann einen ganz krassen Überschuss. Das sind also alles Dinge, die langsam durchsickern. So, jetzt werden diese Frauen natürlich besser ausgebildet, jetzt kommen sie halt besser in politische Positionen rein, auch in Wirtschaftspositionen. Also es passiert viel auch ohne die Quote. Es passiert viel, ja, wenn man sich aber anguckt, wie die Bildungsabschlüsse von Frauen sind und daraus ableiten würde, dass auch der Anteil von Frauen in Management- und Top-Management-Positionen zumindest annähernd ähnlich steigen würde. Das ist absolut nicht der Fall. Da hat sich in den letzten 30 Jahren nichts getan, de facto. Frauenquote in DAX-Vorständen war in den 80ern ähnlich winzig. Ich habe mir vorhin überlegt, wenn ich irgendeine Zahlen nicht weiß, sage ich viele, viele Millionen. Leider müsste ich irgendwie sagen, wenige Prozent. Und ganz ehrlich, ich will nicht warten, dass meine Tochter oder meine Enkelin Vorstandsvorsitzende werden kann, wenn sie das denn wollen. Wenn ich oder eine meiner Freundinnen es werden wollen, dann möchte ich bitte, dass wir zu unserer Lebzeit die Chance kriegen. Und de facto sehe ich da einfach ohne eine Frauenquote sehr, sehr schlechte Chancen. Ich gebe mal als Futter ein paar Zahlen rein. Es gibt ja verschiedene europäische Länder, die bereits eine Frauenquote etabliert haben, darunter zum Beispiel Frankreich, Italien, Spanien, die Niederlande und einige mehr. Eine Vorreiterrolle hat Norwegen eingenommen. Die haben 2003 eine Frauenquote eingeführt, der zufolge mindestens 40% der Frauen in Vorständen von entweder staatlichen oder börsennotierten Vorstände bei tagesschau.de. Mindestens 40% von Unternehmen, die entweder dem Staat gehören oder an der Börse notiert sind. Die staatliche Regelung hat insofern gewirkt, als es 2003 die Quote noch bei 7% lag und mittlerweile die 40% erreicht sind. Allerdings monieren Kritikerinnen und Kritiker, dass eigentlich wenige Frauen einfach in sehr, sehr vielen Vorständen gleichzeitig säßen. Dazu würde ich gerne erstens noch mal ein bisschen anreichen. Also das ist tatsächlich schwierig. Es wird manchmal in Deutschland als Vorstand, manchmal als Aufsichtsräte bezeichnet. Was darin liegt, dass das norwegische Gremium, ich glaube, Styr heißt oder sowas. Was de facto, wenn man es mit dem deutschen System für Aktienunternehmen vergleicht, irgendwo zwischenliegt. Also in Deutschland hat der Vorstand ist die operative Unternehmensleitung und Aufsichtsrat ist mehr eine Art Kontrollinstanz und Beiratsfunktion, die aber keine Entscheidungsbefugnis in dem Sinne haben. Dieses norwegische Styr ist irgendwo dazwischen. Nochmal lieber dazu Verwaltungsrat gehört. Ja, genau. Das war der eine Punkt zu Norwegen. Ja, und diese Geschichte mit der Ämterhäufung, also es gibt ja irgendwie dann dieses schöne Wort, das sich auch verbreitet hat in Deutschland, die Goldröcke, wie sie genannt werden, ist einfach ein absolut invalides Argument, wenn man sich anguckt, wer in Deutschland Aufsichtsratmandate innen hat, die irgendwie so im Schnitt 2, gerne auch mal irgendwie 5 Aufsichtsratmandate auf sich häufen. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist generell nicht sinnvoll. Der SPD-Entwurf zur Frauenquote sieht auch vor, Aufsichtsratmandate, die Anzahl der Mandate, die ein Mensch haben soll, zu beschränken. Ich finde es aber nicht schlimmer, wenn Frauen viele Aufsichtsratspositionen haben, als wenn Männer das haben. Ja, also zu Norwegen oder überhaupt zu Ländern, wo es diese Quote eingeführt wurde. Ich meine, dass dann natürlich dann der Frauenanteil wirklich steigt, wenn ein Unternehmen von seiner Auflösung bedroht wird, gesetzlichen Zwangsauflösung, ist irgendwie klar. Also ist ja Captain Obvious so. Die Frage ist jetzt, hat diese Frauenquote aber auch eine Auswirkung gehabt, also eine messbare Auswirkung auf vielleicht... Ich weiß es. Wunderbar, ich würde gleich Laura antworten. Also das, was ich gelesen habe in Norwegen, ist zum Beispiel, die haben geregelt, wie viele Frauen in den Aufsichtsräten sitzen müssen. Übrigens auch, glaube ich, nicht nur Frauen, sondern auch überhaupt Geschlecht. Also das Geschlecht muss gleich verteilt sein. Genau, das heißt also, ein Aufsichtsrat, der nur aus Frauen besteht, ist, glaube ich, auch nicht möglich. Ne? Also auch ein spannender Hinweis, glaube ich, für Frauen, die sich vorstellen, ein eigenes Unternehmen zu gründen, was vielleicht vor allem aus Frauen bestehen soll, geht in Norwegen nicht. Ein großes Aktienbasiertes Unternehmen. Stimmt, die GmbH ist nicht. Also ja, aber das, wie gesagt, ist nicht möglich. Wenn man sich aber letztes Mal die Posten anguckt, die noch nicht quotiert sind, zum Beispiel die Vorstandsvorsitzenden oder die Geschäftsführer, immer noch krasser Männerüberschuss, über 90%. Also dieser Trickle-Down- oder Trickle-Around-Effekt, was man so denkt, irgendwie man führt irgendwie was ein und dann gibt es da irgendwie so eine Wirkung nach außen, ist da noch offenbar nicht messbar. Und ja, finde ich. Ich finde, das Überzeugendste ist, wenn jetzt man kann letztlich sagen, eine Quote funktioniert wirklich dann, wenn man sagt, man führt sie ein,
Sie verändert was, man schafft sie ab und die Veränderung bleibt bestehen nachhaltig. Dann wäre es wirklich, wirklich ein krasser Nachweis und der fehlt bislang. Ja, jetzt glaube ich, ist aber halt irgendwie, also es ist noch nicht mal ein Jahrzehnt, auch in Norwegen. Ich glaube, ein bisschen Zeit muss man so einer Regelung auch geben. Und es gibt eine ganz spannende Zahl, dass nämlich in Unternehmen, in denen die nicht von dieser Quotenregelung betroffen sind, Norwegen, also äquivalent zu deutschen GmbHs beispielsweise, der Frauenanteil im Mittelmanagement auf deutlich über 20% von irgendwie davor auch so um die 10% gestiegen ist. Müsste man nochmal irgendwie nachgucken, die genauen Zahlen gibt es in einer Studie von der Friedrich-Ebert-Stiftung drüber. Also da gibt es diesen Vorbildeffekt oder diesen Pull-Effekt auch definitiv. Und ich hatte neulich eine sehr spannende Unterhaltung, nicht, weil ich habe ihm dazugehört, der saß auf einem Podium, der Personalvorstand von Airbus Deutschland, wo es also irgendwie auch um Frauenförderung und Frauen in der Wirtschaft ging, und der dann auf einmal anfing, irgendwie große Reden zu schwingen, dass Frauenquote für Vorstände und Aufsichtsräte, das ist ja nicht genug, das ist ja nur der Anfang, man müsste viel weitergehen, und Sie bei Airbus haben jetzt irgendwie Programme, wo es darum geht, irgendwie mehr Meisterinnen zu fördern, generell in den technischen Berufen haben sie sich eine Quote für Ausbildungsbeginner selbst auferlegt, und das ist für mich der beste Beweis, also ja, wenn wir lange genug über die Quote diskutieren, dann reicht es vielleicht auch so, weil irgendwie die Größen der deutschen Wirtschaft dann irgendwie Angst haben, dass sie jetzt die Quote einführen müssen oder selber aktiv genug werden. Es gibt aber einfach immer noch genug Unternehmen, die irgendwie so stur sind und auch irgendwie zu den Flexi-Quoten kaum was sagen. Ja. Was würdest du denn diesen sturen Unternehmen sagen, abgesehen davon, dass du vielleicht an Gerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit appellieren würdest, gibt es aus deiner Sicht noch weitere, auch für Unternehmen, die vielleicht nur kapitalorientiert sind, nachvollziehbare Gründe dafür? Also das eine ist, es gibt natürlich auch diese Studien, diese McKinsey-Studie wird immer zitiert, Women Matter, dann gibt es eine amerikanische Studie vom Catalyst Institute, dass Unternehmen, die diversere Führungsgremien haben, profitabler wirtschaften. Ganz ehrlich, mit dem Argument würde ich aber gar nicht kommen, weil das sind Zeiträume, die einfach gerade für Aktienunternehmen zu lange sind. Also das ist ja, kommen wir wieder in die Diskussion, woran werden eigentlich Manager vergütet? Und das sind halt kurzfristige Zeiträume, in denen die denken. Die denken nicht in nachhaltig 5 bis 10 Jahren, auch wenn es sinnvoller wäre. Und ich glaube halt, dass zwar Geschlechtergerechtigkeit auch für viele Wirtschaftsmenschen, Unternehmensführer ein valides Argument ist, nichtsdestotrotz ist das Hauptziel eines Unternehmens nun mal, Profit zu erwirtschaften, ob wir das jetzt gut finden oder nicht, und deswegen glaube ich, dass kein Unternehmen aus Selbstlosigkeit solche Regelungen umsetzt oder dafür Voraussetzungen schafft. Telekom macht das zum Beispiel, denke ich, auch ganz klar aus Personalmarketing-Sicht. Das ist ein Punkt, der wahrscheinlich noch am direktesten spürbar ist, dass einfach, ja, Wenn Unternehmen nicht alle potenziellen Arbeitnehmer gleich stark anspricht, dass sie dann einfach mittelfristigen Probleme kommen. Also gerade wo du diese McKinsey-Studie erwähnt hast, Women Matter, da steht zum Beispiel, da steht wirklich drin, die haben eine Korrelation entdeckt zwischen einer besseren Unternehmensperformance und einem höheren Frauenanteil, aber schreiben auch ganz klar, sie haben keine Kausalität entdeckt. Also um das Problem zu illustrieren, ich habe halt zwei Beobachtungen, mehr Frauen und mehr besseres Unternehmen gewinnen. Es kann jetzt sein, dass die mehr Frauen zu einer besseren Unternehmensperformance führen. Es kann aber auch andersrum sein. Ja, bessere Unternehmensperformance zu mehr Frauen. Also zum Beispiel, Unternehmen, was reicher ist, hat halt mehr Mittel dafür, um Frauen zu fördern, etc. Deswegen denke ich auch, dass dieses Argument nicht irgendwie taugt, um Unternehmen... Spielt in der Diskussion eine Rolle und sollte man klarstellen. Aber auch diese Unterscheidung, Korrelation, Kausalität ist auch wichtig. Bei dem, was du vorhin meintest, dass jetzt in Norwegen da auch die anderen Firmen, wo keine Quote ist, der Frauenanteil gestiegen ist. Der ist auch in anderen Ländern gestiegen, wo es eben keine Quote überhaupt gibt, zum Beispiel in der Schweiz. Da ist zum Beispiel die Zahl der Unternehmensgründung hat sich verdoppelt in den letzten 10 Jahren von Frauen. Übrigens auch sind diese Unternehmensgründungen meistens sogar erfolgreicher. Wenn man sich anguckt, Ärztepositionen auch in einzelnen Bundesländern sind gestiegen von 30% auf 40%. Also es passiert eben, wie gesagt, viel ohne die Quote. Die Frage ist immer, ist die Quote wirklich das auslösende Moment? Und ich glaube, sie ist, wenn dann, überhaupt nur ein kleiner Teil. Ich stimme dir zu für ganz, ganz, ganz viele Bereiche, nicht nur im Wirtschaftsleben. Ich glaube aber, die Kausalität zwischen keiner Quote und so gut wie keinen Frauen in Vorständen und Aufsichtsräten, die ist durchaus gegeben. Ja, wenn ich was per Gesetz regle, habe ich natürlich das, was ich per Gesetz erzwinge. Also das ist logisch, klar. Nur die Frage ist, wie nachhaltig, ja. Ich glaube, es ist nachhaltig, weil du hast vorhin davon gesprochen, dass diese Gremien, Aufsichtsräte, Vorstände
Und ich bleibe jetzt immer, wenn ich davon spreche, meine ich wirklich große deutsche Unternehmen, also DAX und ähnliches, dass da Sexismus herrscht. Das würde ich so gar nicht unbedingt sagen. So männerfeindlich wäre ich dann doch nicht. Ich glaube, es ist ein ganz banal menschliches Prinzip, dass Menschen sich gerne mit Menschen umgeben, die ihnen ähnlicher sind. Gerade wenn es eben um Arbeit geht, auch Menschen auswählen, die sie besser einordnen können. Und ich kann nun mal irgendwie besser vermeintlich Menschen einschätzen, die mir irgendwie ähnlicher sind. Und ich unterstelle da größtenteils gar nicht Bösartigkeit. Ich glaube, das ist einfach so ein urmenschliches Prinzip. Und es ist natürlich auch so ein bisschen Bequemlichkeit, weil irgendwie Männer sind immer noch deutlich, deutlich besser vernetzt, wenn es um solche Gremien gibt. Diese Old Boys Networks funktionieren ganz wunderbar. Und ich glaube, solange die nicht müssen, warum sollen sie dann irgendwie dafür sorgen, irgendwie sich auch mal andere Kandidatinnen anzugucken, wenn diese Jobs vergeben werden? Genau, es gibt quasi feste Strukturen, die bleiben unter sich. Bisschen ausschweifend, wir hatten als Piraten das gleiche Problem, als wir angefangen haben, Politik zu machen, also bevor wir auch bei Piraten waren. Da haben wir irgendwie gemerkt, andere Parteien machen keine Netzpolitik, sind nicht wirklich demokratisch, machen da ihren geheimen Klüngel. Hatten wir alle keinen Bock drauf. Jetzt hätten wir sagen können, hier, wir gehen da jetzt mal rein, wir mischen das mal auf, wir versuchen die irgendwie zu zwingen, dass die irgendwie bessere Politik machen. Stattdessen haben wir eine eigene Partei gegründet, haben erstmal unser eigenes Ding gemacht, genau so, wie wir es uns vorgestellt haben. Auch mit der Aussicht, wahrscheinlich lange Zeit nicht wirklich groß wahrgenommen zu werden. Und dann kam es aber, ja, 2009, 2%, und plötzlich kommen die zu uns und fragen, hey, Netzpolitik, was macht ihr da, wie sieht denn das aus, und machen eigene Kongresse. Und jetzt mit Berlin irgendwie hat es nochmal irgendwie angestiegen. Das heißt, es ist nichts überzeugender als das bessere Beispiel. Und das Schöne ist, wir haben in der heutigen Zeit irgendwie durch die technische Entwicklung so viele Möglichkeiten, selbst was aufzubauen, eigene Kulturen zu gründen. Ich denke zum Beispiel an eine Firma wie Google oder wie Facebook, ja, nicht jetzt wegen ihrem Frauenanteil. Aber das sind zwei Firmen, die eine gab es vor 15 Jahren noch nicht, die andere noch vor 10 Jahren gar nicht. Das sind heute die, ich glaube, die, also eine der reichsten Firmen der Welt und sogar vielleicht sogar die selbst einflussreichsten Firmen der Welt. Die sind entstanden in einem halben Karriereleben. Ja? Also die Frage ist sozusagen, wenn ich wirklich jetzt Erfolg haben will oder wenn ich wirklich ganz oben hinkommen will, gibt es diesen neuen Pfad, eben auch als Frau, dass ich sage, ich gründe ein Unternehmen, ich finde eine eigene Idee und dann kann ich auch wirklich dieses Unternehmen ganz nach meiner eigenen Kultur gründen. Ich kann zum Beispiel auf die ganzen Werte setzen, die mir wichtig sind, vielleicht, also was man immer zuschreibt, so Solidarität, Kollegialität etc. Ich kann vielleicht auch einen eigenen Kindergarten mir einrichten oder eine Tagesmutter oder Tagesvater in meinem in meiner Firma. Das sind alles Freiheiten, die habe ich als eigener Boss. Und diese Möglichkeiten dazu sind so gut wie noch nie zuvor in der Geschichte. Also Piratenpartei zeigt es ja. Ja, Piratenpartei zeigt es auch. Trotzdem, du sagst jetzt, nennst jetzt Google und Facebook. Also ich kenne die Zahlen nicht auswendig, aber ich möchte mal bezweifeln, dass irgendwie die Mehrheit auch nur ein signifikanter Teil der amerikanischen oder weltweit Arbeitnehmer bei Google oder Facebook oder ähnlichen Unternehmen arbeiten. Also ja, es ist möglich, solche Unternehmen zu gründen, aber das betrifft dann irgendwie auch wieder nur einen Bruchteil der Menschen. Und ich möchte ja Freiheit und irgendwie Möglichkeit zur wirklich freien Entfaltung eigentlich doch irgendwie für alle Menschen haben. Und also um ein Unternehmen zu gründen, das irgendwie in Deutschland DAX landet, ich glaube, selbst wenn die Chancen dazu so gut sind wie noch nie, sie sind doch ziemlich, ziemlich klein im Vergleich zu denen, in einem bestehenden großen Unternehmen Karriere zu machen. Mhm, stimmt, aber die Frage ist ja, was will ich irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie mich verwirklichen will? Wir können ja beides machen. Naja, wir haben halt einen Preis zu zahlen für die andere Sache. Nicht? Wir müssen halt die Quote zahlen, wir müssen, wie ich finde, die damit grundlegenden Prinzipien dann irgendwie, finde ich, brechen. Also, ja, genau, mich verdäusen. Was hältst du denn, Georg, vor diesem Hintergrund von Christina Schröders Modell der Flexiquote? Das ist ja, glaube ich, gedacht, um solchen Bedenken auch entgegenzukommen. Die Idee ist, dass bis 2013 Unternehmen sich selbst eine Zahl geben, wie viele Frauen sie in ihren Vorständen und in ihren Aufsichtsräten haben wollen. Das kann 5% sein, das kann 90% sein, das kann alles dazwischen sein. Und wenn sie diese selbstgesetzte Zahl nicht erreichen würden, dann würden sie sanktioniert, allerdings sehr schwach und sehr verkraftbar. Wäre das was für dich? Ja, okay, Vorratsdatenspeicherung auch nur mit einem Monat, ist das vielleicht verkraftbarer? Könnte man sagen, nicht? Also, nee, es ist ein bisschen polemisch. Es ist natürlich schon was anderes, wenn ich jetzt, wenn da die Sanktionen nicht so krass drohen, wenn man auf Freiwilligkeit setzt. Aber das Problem bleibt ja immer noch bestehen, man zählt nach Geschlecht. Man ordnet fremdbestimmt nach Geschlecht ein, man zählt Frauen und Männer.
Und das finde ich auch, glaube ich, ist auch so ein anderes großes Problem, was ich sehe. Man misst nämlich Gleichberechtigung mit Gleichheit. Und wenn man damit, wenn man das so zentral macht irgendwie, wenn man das wirklich so dick verbindet, dann heißt es ja irgendwie, selbst wenn man die Quote jetzt einführt und dann läuft sie ihre Zeit, dann ist sie abgeschafft, dann bleibt die Gleichheit bestehen und wir freuen uns. Wir müssen ja trotzdem immer noch weiter die Frauen zählen und die Männer zählen, weil wir immer noch den Verdacht haben müssen, naja, wenn die Gleichheit irgendwann mal kippt, dann müssen wir vielleicht wieder doch irgendeine Quote, irgendeine Maßnahme einführen. Das heißt, zu einer wirklichen Postgender-Gesellschaft, wo halt Geschlecht keine Rolle mehr spielt, kommen wir nicht, wenn wir Gleichberechtigung und Gleichheit so eng verbinden. Ich glaube, wir kommen halt noch viel, viel langsamer dahin, wenn wir keine konkreten Maßnahmen ergreifen. Und da gibt es immer diese schöne Kategorie, die eine von mir gerne in dieser Sache zitierte Frau benutzt, das Analysekriterium. Und wir können zwar, und ich bin voll dafür, Geschlecht als irgendwie Zuschreibung abzuschaffen, aber ja, da können wir einfach kaum mehr mit irgendwie der Masse der Bevölkerung kommunizieren. Deswegen müssen wir einfach diese Kriterien Mann und Frau als Analysekriterium aufrechterhalten, um dieses Problem überhaupt angehen zu können. Also irgendwie, du gerade in Polemik abgegleitet, das darf ich auch mal eine blöde Metapher bringen, aber irgendwie, ich kann eine Hungersnot nicht bekämpfen, ohne anzuerkennen, dass es Hunger gibt. Geht nicht. Also, ja, aber ich erkenne ja an, dass es Geschlechts, dass es Diskriminierung nach Geschlecht gibt. Auf jeden Fall, klar. Genau, und wie willst du sie abschaffen, wenn du dich nicht auf dieses Merkmal beziehst? Ich kann mich darauf beziehen. Das Problem ist halt nur, wenn ich daraus jetzt ein Gesetz mache, wenn ich quasi, also Unterschied, also was ich meine ist zum Beispiel, ist natürlich total gut zu erkennen, es gibt vielleicht bei den Piraten weniger Frauen, Spekulation, weil die weniger technikaffin sind, könnte ja sein, und deswegen mache ich jetzt Ausbildungskurse oder irgendwelche Workshops, die irgendwie allen Menschen offen stehen, die halt zu mehr Technikaffinität ausbilden. Das ist ein super Mittel, ja. Da erkenne ich halt, ich erkenne halt eine Gruppe halt irgendwie einen Nachteil und ich mache dann halt genau für diese Gruppe eine Maßnahme. Dann setzt du aber implizit voraus, was ich glaube stimmt, dass die Piratenpartei sehr, sehr viel offener ist, Menschen, die dann dementsprechend auch ausgebildet sind oder sich irgendwie, ja, da in einer Sozialisierung irgendwie offen gegenüberstehen, zu akzeptieren, als die deutsche Wirtschaft, weil dann müsstest, also dem Argument zufolge, müssten alle Frauen, die genauso gut ausgebildet sind, wie irgendwie Josef Ackermanns mal war, die Chance haben, irgendwo Vorstand zu werden. Und das ist ja de facto nachgewiesenermaßen nicht so. Weil einfach Vorstände halt, das ist vielleicht nochmal ein Thema irgendwie, weil es ja kein leistungsbezogenes Auswahlkriterium ist. Und ich finde halt, ich finde ehrlich gesagt, du machst es dir zu einfach, damit zu sagen, okay, wir wollen keine Geschlechterrollen zuschreiben, deswegen sind wir gegen eine Quote, weil damit damit bleiben wir irgendwie beim Status quo und da sind wir uns, glaube ich, einig, dass der noch schlechter ist. Vielleicht kannst du dazu tatsächlich nochmal was sagen. Ich denke, die wenigsten Piraten wissen, wie so ein Vorstand eigentlich besetzt wird. Wie kommt man da rein? Weißt du was über den Ablauf, was du uns erzählen kannst? Da gibt es natürlich irgendwie keinen offiziellen Ablauf. Es gibt, also das Aktiengesetz regelt irgendwie nicht genau, wie da zum Vorstand berufen wird. Und natürlich soll es irgendwie transparent sein. Wir wissen, wie transparent die deutsche Wirtschaft ist. Also erstmal vielleicht nochmal kurz die Unterscheidung zwischen Aufsichtsrat und Vorstand. Aufsichtsrat ist quasi das, was man so allgemein einen Beirat auch sehen würde. Der hat offiziell die Aufgabe, den Vorstand zu kontrollieren und irgendwie dem Vorstand irgendwie ja eben beratend auch zur Seite zu stehen und dann auch, wenn es dazu kommt, irgendwie den Vorstand zu ernennen und zu entlassen. Die haben aber keine Mitspracherecht, was irgendwie die tatsächliche Geschäftsführung anbelangt. Das ist wiederum der Vorstand, deswegen gibt es dann irgendwie so Personalvorstände und IT-Vorstände und Rechtsvorstände und Vorstandsvorsitzende, die wirklich das Unternehmen operativ leiten. Wie kommt man zu so einem Job? In der Regel schadet es natürlich nicht, irgendwie halbwegs gut ausgebildet zu sein. Meistens schadet es auch nicht, schon länger in dem entsprechenden Unternehmen gearbeitet zu haben, obwohl es gerade in den ganz großen Unternehmen gibt es auch sehr viel Austausch ja quasi zwischen Unternehmen, wird auch viel von extern in die Vorstände berufen. Diese Auswahlprozesse, die da stattfinden, sind tatsächlich nicht an Leistung knüpft. Also Leistung ist quasi eine notwendige, aber keine hinreichende Voraussetzung. Also mit Sicherheit wird in Deutschland niemand Vorstand eines großen Konzerns, der irgendwie überhaupt nichts kann, der irgendwie
schlecht ausgebildet, schlecht qualifiziert, wie auch immer. Es reicht aber lange nicht und es reicht auch nicht, der Beste in seinem Gebiet zu sein, um in so einen Vorstand zu berufen zu werden. Da ist natürlich irgendwie ganz, ganz wichtig, einfach auch die entsprechende Vernetzung. Und da kommt dann eben das, was ich irgendwie vorhin meinte, dieses, in der Psychologie ist das, glaube ich, teilweise irgendwie Likelihood-Prinzip, also dass man eben und Leute aussucht, die einem selber irgendwie ähnlich sind. Und ja, also ich kenne irgendwie jemanden, der in der deutschen Wirtschaft sehr, sehr gut vernetzt ist und der dann halt erzählt, ja, dann irgendwie hat er halt irgendwie da so seine eine Gruppe und mit denen geht er irgendwie seit 20 Jahren irgendwie im Winter Skifahren und ja, stimmt schon, sind irgendwie auch alles nur Männer und ja, und wenn dann der eine erzählt, er braucht irgendwie einen neuen Finanzvorstand, dann überlegt man halt so, wie man halt so kennt und da denkt man halt dann irgendwie auch irgendwie nur an die Männer, weil man halt mit den Männern unterwegs ist und das ist so ein reproduzierender Mechanismus, ja. Kann ich mir total gut vorstellen, dass es so ist, definitiv. Wir haben aber dieses Phänomen auch in anderen Situationen. Wir haben zum Beispiel die Situation, dass wenn wir gucken, wer auf eine Uni geht und welchen Einkommenshintergrund die Eltern haben, dann ist da ein ganz starker Bias zu einkommensstarken Eltern oder aus dem Bildungsbürgertum. Ja, oder auch schon bei Gymnasialempfehlungen. Jetzt kommt aber niemand auf die Idee zu sagen, wir führen jetzt eine Arbeiterkinderquote für Unis ein, dass jetzt eine Uni gucken muss, was für ein Einkommen haben die Eltern und das demnach irgendwie gewichten muss. Gab es sowas Ähnliches zumindest in der DDR? Ja, ist keine neue Sache. Warum eigentlich nicht? Also ich glaube, der Unterschied ist einfach... was ich meinen will, ist, natürlich haben wir diese Phänomene, dass soziale Gruppen sich selber auswählen. Die Frage ist ja trotzdem nur, sind diese Mittel adäquat, wenn man jetzt genau sich darauf bezieht? Da sind die wirklich so treffend? Also vielleicht noch eine andere Geschichte. Ich habe letztens erfahren, ich habe Migrationshintergrund. Ja, ich wusste natürlich vorher, ich habe eine polnische Mutter, aber ich habe jetzt erfahren, es gibt irgendwie vom Bundesamt für Statistik da wie so eine richtige Definition, nach der ich diesen Migrationshintergrund habe. Und jetzt kann ich wahrscheinlich für irgendwelche Förderprogramme da extra einen Joker ziehen und irgendwie bevorteilt werden. So. Ich habe aber diesen Hintergrund immer als krassen Vorteil empfunden. Ja. Ich konnte eine zweite Sprache fließend lernen, ich habe zwei Kulturen parallel kennengelernt und bin, glaube ich, viel privilegierter als jetzt jemand, der völlig deutsch ist, ja, aber aus einer pathologischen Familie kommt, wo der Vater getrunken hat, etc. Das ist irgendwie so ein Beispiel, wo man irgendwie so ein Label hat, wo man glaubt, das ist eigentlich so ein Opferlabel, ja, ist eigentlich benachteiligt, aber letztlich irgendwie trifft es gar nicht so genau. Und das ist immer das Problem mit solchen Maßnahmen, die auf so ein Label abzielen. Ich würde die Gelegenheit gerne nutzen, um auf ein paar von den Fragen zurückzukommen, die wir über Twitter gestellt bekommen haben. Die gehen nämlich auch in die Richtung mit, warum eigentlich nicht Leute mit Migrationshintergrund oder Leute, die aus Arbeiterhaushalten kommen. Rohrwaldpirat hat zum Beispiel gefragt, kannst du denn bitte auch noch erläutern, warum die Quote nicht auch für körperlich Behinderte gilt? Das könnten wir noch beantworten, vielleicht ein interessanter Fakt. Tatsächlich ist es so, dass Unternehmen ab einer bestimmten Größe Schwerbehinderte beschäftigen müssen oder andernfalls eine Ausgleichszahlung zahlen, so ähnlich wie das bei einer möglichen Geschlechterquote dann auch wäre mit Sanktionszahlungen. Viele Unternehmen zahlen dann einfach diese Ausgleichsquote, gilt aber auch nur für Unternehmen ab einer bestimmten Größe. Bifi hatte gefragt, das ist jetzt etwas länger, die Unterscheidung Mann-Frau ist eine offensichtliche, die der dümmste Bauer erkennt. Das ist aber der Kritikpunkt daran. Müsste, wenn man dieser einen Logik bereits folgt, nicht auch über weitere Unterscheidungsmerkmale und Quoten diskutiert werden, zum Beispiel mit oder ohne Migrationshintergrund, eine Quotierung nach der IQ-Struktur, rational versus emotional und ähnliches? Und wäre eine solche Logik dann bis zum Ende durchzuhalten und damit auch eine Quotierung nach Geschlecht im Endeffekt wirklich zu verteidigen? Stellt eine Quotierung, ein Schutz, als solcher ist das ja gedacht, nach diesem einen Merkmal nicht vielleicht sogar eine Benachteiligung anderer nicht quotierter Gruppen dar? Ich gucke in die falsche Kamera, tut mir leid. Da würde ich ganz klar sagen, also Frauen stellen irgendwie, oder das, was wir als Frauen, das, was die Gesellschaft allgemein als Frauen definiert, machen über 50% unserer Gesellschaft aus. Das ist damit die allergrößte Gruppe, die in der deutschen Wirtschaft und gerade in Spitzengremien unterrepräsentiert ist. Generell bin ich irgendwie optimistisch, ein optimistischer Mensch, und ich bin auch da definitiv so idealistisch, dass ich sage, wenn wir es schaffen, diese betonierte, homogene Struktur aufzubrechen, dann ist die auch für alle anderen unterrepräsentierten Gruppen offen. Und ich glaube auch gerade, wenn es dann die ersten Frauen in solche Gremien schaffen, unter anderem aufgrund von der Quote, die einfach da sehen, okay, es
war irgendwie lange kaum möglich, da reinzukommen. Es ist jetzt möglich, dass sie sich dann durchaus auch für andere Gruppen und für mehr Diversität einsetzen. Und da deshalb finde ich halt auch eine Quote für Vorstände und Aufsichtsräte so schön, weil es eigentlich einen extrem kleinen Bereich betrifft. Irgendwie ein paar hundert Menschen in Deutschland, ein paar hundert Positionen, ein paar hundert Stellen. Ein einziges Gesetz, ein relativ kleiner Bereich, aber halt eine große, große Vorbildwirkung hat und natürlich einfach auch eine große Machtposition. Deswegen würde ich diese Quote nicht erweitern um andere Kriterien, auch wenn ich das inhaltlich, das Argument vollkommen richtig finde, sondern ich würde darauf bauen, dass eben, wenn wir mit einer Geschlechterquote, weil alle Entwürfe ziehen ja darauf ab, beide Geschlechter zu 40% mindestens zu repräsentieren, aber die aktuellen Gesetzesentwürfe, die es gibt. Und ich würde darauf bauen, dass, wenn wir es einmal schaffen, diese Strukturen aufzubrechen, dass die dann auch wirklich für alle anderen Gruppen offener sind, zumindest. Das Argument erinnert mich von der Struktur her an dieses Trickle-Down-Argument, was gerne so Leute vorbringen, die Steuern senken wollen für Reiche. Die sagen dann, ja klar, das hilft nur den Reichen, ja, aber dann geben die halt mehr aus und dann können die auch ein Vorbild sein und dann sieht man halt, was für Freiheit man hat und dann hat das auch eine Wirkung auf alle anderen ärmeren Leute. Ich finde, wenn ich Leuten helfen will, dann helfe ich ihnen am besten direkt. Und da finde ich auch eigentlich, das ist wirklich, wo du gerade meinst, das finde ich merkwürdig, dass man jetzt so eine große Debatte führt, um eine Maßnahme, von der letztlich 200-300 Frauen, glaube ich, direkt profitieren würden. Ja, Frauen, die eigentlich auch sowieso schon ziemlich privilegiert sind derzeit. Ich glaube, bei Steuern, also das finde ich jetzt auch ein bisschen schwierig im Vergleich, weil dann geht es irgendwie gleich wieder in diese Kapitalismuskritik, die, glaube ich, einfach heute nicht unser Thema sein soll. Und ich glaube durchaus, dass die Argumentationskette ein bisschen nachvollziehbarer ist, weil wenn ich als Unternehmen, wenn ich mich mal jetzt irgendwie in die Position eines Telekom-Personalvorstands reinversetze, wenn ich nicht nur, wie es momentan ist, eine eigene selbst auferlegte Quote habe, sondern wirklich eine gesetzliche Quote mit spürbaren Sanktionen, dann reicht es nicht, wenn ich sage, oh, okay, ich besetze jetzt irgendwie meinen Vorstand ordentlich, sondern die sind ja nicht doof. Die wissen ja, dass sie irgendwie auch in 5 Jahren, auch in 10 Jahren Vorstand brauchen. Dementsprechend brauchen sie jetzt in ihrem oberen Mittelmanagement Frauen, die sie irgendwie fördern und irgendwie dementsprechend qualifizieren, weil sonst sind sie darauf angewiesen, die von extern zu rekrutieren, genau wie alle anderen Unternehmen. Also ist der Markt knapp. Deswegen glaube ich, ist es da nicht weit hergeholt zu sagen, dieser Pull-Effekt wird stattfinden. Okay, das ist schon eine neue Ansicht. Hatte ich jetzt nicht daran gedacht, dass man halt sagt, müssen selbst für diesen Pull-Effekt sorgen. Die müssen dafür sorgen. Ja. Aber ich finde es trotzdem bemerkenswert, dass es eben diese große Debatte gibt, wo es um Frauen geht, die eben sich beruflich stark engagieren wollen, die irgendwie eine berufliche Karriere einstrengen wollen. Es gibt irgendwie keine große Debatte darüber, dass zum Beispiel Mütter, die alleinerziehend sind, die Hartz IV empfangen, mit 3 Jahren das Kind abgeben müssen und eine Arbeit annehmen müssen, weil das Amt es von ihnen verlangen kann. Ja? Weil es irgendwie diese Maßgabe gibt, wer ein Kind hat und das alt genug ist und es gibt Kitas, dann müssen die Arbeit gehen. Warum gibt es da diese Lobby nicht? Also gerade wenn wir ja wollen, dass Selbstbestimmung eine große Rolle spielt, wenn wir wollen, dass man sich aussuchen kann, will ich arbeiten oder will ich auch ein Kind alleinerziehen, dann wär das ja eine Maßnahme, wo wir auch viel mehr Menschen helfen könnten und vor allem auch viel mehr Frauen oder auch Vätern helfen könnten, die gerade unterprivilegierter sind als diese. Absolut deiner Meinung, ist nur, glaube ich, einfach nicht das Thema einer Frauenquote in der Wirtschaft. Also, dass es noch ganz, ganz viele andere Baustellen gibt, die irgendwie, wo wir keine Gleichberechtigung haben und auch dieses Bildungsthema, Migrationshintergrund, wo ganz viel im Argen liegt, ich absolut deiner Meinung, heißt für mich aber halt nicht, also spricht für mich nicht dagegen, dass sie eine Frauenquote einführen können. Und es ist halt, also was ja auch oft kommt, okay, wieso gibt es dann keine Quote für männliche Kindergärtner? Fände ich auch schön, fände ich super. Aber da ist halt, glaube ich, dieser Maßstab der Verhältnismäßigkeit einfach nicht gegeben. Also ein Gesetz einzuführen, das dann einfach auch extrem viel, wirklich Überprüfungsaufwand, also dann kommen wir in so einen Überwachungsstaat ein bisschen rein. Und wenn ich einfach sage, ich nehme die DAX-Unternehmen, die sowieso verpflichtet sind, ihre Strukturen und ihre Mechanismen irgendwie offen zu legen, dann ist das halt für mich, also für mich ist es schon fast so eine Art Hack, weil ich mache irgendwie einen so einen kleinen Nadelstich, der wirklich sich in einem sehr begrenzten Kosmos bewegt und habe damit einmal einen Vorbildeffekt, einfach durch die Öffentlichkeit auch und aber auch in diesen Unternehmen. Und es sind halt die großen Unternehmen in Deutschland mit irgendwie, ich weiß nicht wie vielen, 100.000 Mitarbeitern, da diesen Pull-Effekt nach unten. Also ich habe das Beispiel nur erzählt mit diesen alleinerziehenden Eltern, weil die Debatte vorgeblich so geführt wird, halt
man will den Handlungsspielraum erweitern, man will irgendwie mehr Selbstbestimmung. Und dann beschränkt sich das aber irgendwie nur auf diesen Karriereweg und eben nicht auf andere Lebensmodelle. Und das finde ich irgendwie dann eben irgendwie unglaubwürdig. Also ist es offenbar eben doch nicht der Grund der Selbstbestimmung, der so zentral da ist. Sondern? Na, ich weiß es nicht. Also ich finde es einfach verwirrend. Also ich könnte jetzt spekulieren, aber sowas finde ich doof. Ich will ja nichts unterstellen. Aber wie gesagt, es verwirrt halt, wenn man sagt, man will irgendwie mehr Facetten, mehr Lebenswege und dann führt man eine Maßnahme ein, die schon sowieso schon sehr privilegierten Menschen irgendwie noch eine kleine, noch einen kleineren, weiteren Weg eröffnet. Das ist nicht überzeugend, finde ich. Jetzt hatte ich den Faden verloren, was ich ansonsten sagen wollte. Also da würde ich gerne auf dieses BGE-Argument, wir wollen irgendwie Armut verhindern, nicht Reichtum abschaffen. ja, und wie gesagt, also aber ich wiederhole mich, wenn ich sage, dass da noch ganz viel anderes im Argen liegt, aber es für mich einfach nicht dagegen spricht, eine Quote einzuführen. Also es wäre toll, wenn quasi mit der Frauenquote von Frauenseite, von privilegierten Frauen genauso gestritten werden würde, wie für die Abschaffung dieser Hartz-IV-Regelung. Ja, wäre total überzeugend. Nur so als Aufruf vielleicht. Ja, als Aufruf an mich persönlich. An die Debatte. Ja, okay. Aber irgendwas, sowas anderes habe ich erzählt. Also hatte ich irgendwie auch noch ein paar Anknüpfungspunkte. Oder die fällt mir eine Frage ein, ja. Wenn dir nichts mehr einfällt, dann gucke ich nochmal, was die Leute auf Twitter so gesagt haben. Ich fühle mich fast wie bei ZDF-Login, wenn ich das sage. Genau, da haben Quelle, wir nämlich Twitter, auch noch YouTube. Ein paar wertvolle Fragen. Zum Beispiel wurde die Frage gestellt, wie verbreitet denn die Forderung, gemeint ist glaube ich die Forderung, eine Frauenquote für die Wirtschaft einzuführen, an der Basis sei. Gibt es dazu Meinungsbilder mit Aussagekraft? Ja, dazu gibt es Meinungsbilder mit Aussagekraft. Stimmt, vielen Dank. Einmal kann ich kurz Werbung machen. Ein paar Leute aus der Piratenpartei werden am Donnerstag ab 10 Uhr eine Umfrage vorstellen, die unter anderem 1200 Basispiraten beantwortet haben, auch zur Frage, wie sie denn zu einer Quote stehen würden, mit einem relativ eindeutigen Ergebnis, aber das erfahrt ihr dann am Donnerstag um 10. Es gibt auch eine Liquid Feedback Initiative zu diesem Thema. Da gab es drei Antwortoptionen. Einmal die Piratenpartei unterstützt die Berliner Erklärung. Das war eine Erklärung pro Frauenquote. Einmal, in den Aufsichtsräten, 30%. Ja, vielen Dank. Einmal die Option generell keine Quoten. Und gewonnen hat die Option Frauenquoten sind nur eine Brückentechnologie, lese ich einmal kurz vor. Der Text der Initiative war, die Gleichstellung der Geschlechter steht seit Jahrzehnten im Grundgesetz, ist aber in der Praxis noch nicht vollumfänglich realisiert. Um hier den Verfassungsauftrag zu erfüllen, setzt sich die Piratenpartei Deutschland dort für den Einsatz von Frauenquoten an, wo dieses geeignetes, erforderliches und angemessenes Mittel erscheint. Wir betrachten solche Quoten jedoch lediglich als eine Art Brückentechnologie. Langfristig streben wir einen Zustand an, in dem solche Quoten wegen Entbehrlichkeit abgeschafft werden können. Diese Initiative hat relativ knapp gewonnen gegenüber der Keine-Quoten-Initiative. Ja, und da hätte ich auch eigentlich eine erste Frage. Wenn man halt sagt, man will eine Brückentechnologie schaffen, man will eine Brücke bauen, dann muss man irgendwie auch sagen, wie lang die Brücke werden soll und wo das Land ist und wie das Land aussieht. Und das ist eben der ganz häufige Kritikpunkt. Irgendwie es gibt immer diese Quotenforderung und es gibt eben nicht diese Abbruchbedingungen. Es wird nicht gesagt, so genau die gelten so und so lange und dann, wenn genau dieses messbare Kriterium erreicht wird, dann schafft man es auch automatisch ab. Und ja, das fehlt mir halt, wie gesagt. Aber ich glaube, du kannst keinen Zeitraum für eine gesamtgesellschaftliche, für eine kulturelle Veränderung benennen. Also da gibt es irgendwie weder sinnvolle Beispiele, an denen man es irgendwie extrapolieren könnte oder sonst irgendwas. Ich hätte jetzt rein persönlich kein Problem damit, wenn man so ein Gesetz formuliert mit der Abbruchbedingung irgendwie, weiß ich nicht, 10 Jahre nachdem irgendwie ohne Unterbrechung diese Quote von irgendwie mindestens 40% des jeweiligen Geschlechts erfüllt wurde, wird dieses Gesetz wieder außer Kraft gesetzt. Also, fair enough. Ja, also wäre auf jeden Fall schon mal ein Schritt, wo ich irgendwie mehr mitgehen könnte, wenn ich es denn tun würde. Und wie gesagt, weil sonst, also die Erfahrung zeigt ja, oder das, was ich irgendwie erfahren habe von den Quoten, ist, ich kenne keine Quote, die mit so einer Abbruchbedingung eingeführt wurde. Und wenn sie einmal eingeführt wurden, dann bleiben sie auch irgendwie ja, aber erstmal sowas bestehen. Also in allen Bereichen, glaube ich, wo mal Quoten eingeführt wurden, besteht einfach immer noch diese Unterteilung Geschlechter ganz klar. Und ich glaube schon, dass da irgendwie die Legislative irgendwie auch klug genug ist, um Gesetze wieder abzuschaffen, wenn sie einfach nicht mehr der gesellschaftlichen Realität entsprechen. Also ich meine, es passiert ja zum Glück relativ häufig, gerade wenn man sich jetzt irgendwie so frauenrechtliche Themen anguckt, irgendwie so diese, dass irgendwie
Frauen selbst über ihr Berufsleben entscheiden dürfen und sowas, diese Gesetze darüber, dass da irgendwie nicht mehr der Ehemann irgendwie Mitspracherecht hat. Es wurde auch irgendwann alles abgeschafft, weil man festgestellt hat, das spricht einfach nicht mehr unserer Gesellschaft. Und da würde ich doch auch sehr stark einfach dann vertrauen, dass wenn wir irgendwann in einem Zustand angekommen sind, wo Geschlecht einfach kein relevantes Kriterium ist, dass man dann auch die dementsprechenden Gesetze streicht. Deswegen bräuchte ich jetzt nicht von vornherein eine Abbruchbedingung. Wie gesagt, ich denke an den Grünen, wo das ich selbst verstetigen kann. Also wo ich sowas zumindest beobachte halt. Wo es sogar noch irgendwie verstärkt ist, wo es nicht mal gelockert wird. Ja? Also wo man nicht sagt, okay, wir haben jetzt so eine krasse gleichberechtigte Kultur, jetzt können wir mal so ein bisschen Quoten abschaffen, weil wir sind ja schon weiter geistig. Wir haben aber die Gleichberechtigung nicht. Also wenn du mit Grünen und SPD-Lern redest, die SPD hat zum Beispiel auch gerade ihre Quote, wenn du so willst, verschärft, indem sie ein Reißverschlussprinzip eingeführt haben. Also nicht nur quotiert haben, sondern wirklich alternierend zu besetzen. Weil sie halt sagen, ja, also offensichtlich haben halt die bisherigen Regelungen und Bemühungen noch nicht gereicht. Wir haben jetzt nur noch ein paar Minuten. Ich vermute, ein paar Minuten können wir überziehen, weil wir ein bisschen zu spät angefangen haben. Es gibt eine Frage, auch aus dem Netz gestellt, die ich gerne noch ansprechen würde, nämlich die Frage, ob das mit unserem Grundgesetz vereinbar ist. Ich nehme an, die Fragende oder der Fragende zielte ab auf Artikel 3 Grundgesetz, wo es heißt, dass niemand wegen seines Geschlechtes benachteiligt oder bevorzugt werden dürfe. Da gibt es ja auch durchaus ein paar Urteile und Meinungen zu. Laura, möchtest du das ich zu was sagen? Ich kann das sehr gerne ausführen. Ich dachte, du machst das und da kannst auch machen, ich freue mich, aus das zu machen. Also es gibt ja seit 1994 auch diesen Zusatz in unserem Grundgesetz, dass der Gesetzgeber dafür Rechnung zu tragen hat, dass niemand aufgrund seines Geschlechts benachteiligt wird und aber auch, wo solche Benachteiligungen herrschen, dem entgegenzuwirken. Für mich ergibt sich daraus ganz klar eine Aufforderung pro Quote. Zumindest gibt es aber die entsprechenden Urteile, dass das Grundgesetz da so auszulegen ist, dass eben, wenn Gesetze erlassen werden, die nicht auf eine direkte Bevorzugung abzielen, sondern auf die Abschaffung von Ungleichbehandlungen, dass die definitiv zulässig sind. Genau, es gibt da im Urteil vom Europäischen Gerichtshof diese schöne Formulierung von, es muss um die Chancengleichheit gehen, nicht um die Ergebnisgleichheit. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten, vielleicht möchtet ihr beide noch so ein kurzes Abschlussstatement geben, falls euch noch was einfällt, was ihr unbedingt noch sagen wolltet, und dann sind wir auch schon durch. Ja, dachte ich auch gerade irgendwie, dass wir schon Schlusswort näher kommen. Ja, also wie gesagt, ich finde, das Ziel ist auf jeden Fall wichtig und es muss erreicht werden, dass nämlich Karriere unabhängig ist von meinem Geschlecht. Frage ist nur, welches Mittel, und ich glaube, es gibt ganz viele Mittel, die noch nicht groß ausgeschöpft sind, die eben gerade auch dieses Ziel in sich tragen. Also einige haben wir erwähnt, das andere ist zum Beispiel, was... Welche haben wir erwähnt? Mir fallen immer noch keine ein. Naja, ich schaue zum Beispiel an, wo gibt es die Benachteiligung, was eine Gruppe, die unterrepräsentiert ist, Piraten zum Beispiel, wenig Frauen. Quote in der Wirtschaft. Welche Maßnahmen, um mehr Frauen in Aufsichtsräte und Vorstände zu bringen? Also in der Wirtschaft kenne ich zum Beispiel die Maßnahme, man schaut bei Bewerbungsverfahren nach, es gibt dieses anonyme Bewerbungsverfahren, das heißt, man lässt die Leute bei Vorständen Mit der Reihe nach. Also es geht darum, ich erkläre es erstmal, man schreibt eine Stelle aus und man fordert die Bewerber auf, sich so zu bewerben, dass das Geschlecht nicht ersichtlich ist an der Bewerbung. Klar, das geht natürlich ab einer gewissen Stufe, wo der Auswahlkreis sehr gering ist, wo es vielleicht auch um Publikationen gibt, die irgendwie da eine Rolle spielen sollen, geht es irgendwann nicht mehr. Aber es geht ja, also wir wollen ja letztlich irgendwie, es ging ja bei dir um diesen Trickle-Down-Effekt, wir wollen ja auch letztlich denen helfen, die nicht so privilegiert sind, also wo auch die sich auf Stellen bewerben, die halt im unteren Bereich sind. Das ist eine Maßnahme. Dann würde ich auf jeden Fall die Möglichkeit nach Unternehmensgründung auschecken. Wenn ich irgendwie wirklich groß rauskommen will in der Wirtschaft, muss ich eben, glaube ich, nicht unbedingt mich in einem bestehenden Unternehmen irgendwie was, irgendwelche blöden Strukturen hat, die ich vielleicht gar nicht mag, wo ich mich auch frage, so, warum soll ich denn mein Talent verkaufen an so ein blödes Unternehmen, was da irgendwie so eine Werte hochhält in so blöden Männerriegen, die ich eigentlich gar nicht die ich gar nicht gut finde. Sondern eben zu schauen, ja, habe ich nicht eine gute Idee, gründe ich nicht ein eigenes Unternehmen? Facebook, Google zeigen irgendwie, da ist krasses Potenzial drin, es gibt auch eine Reihe anderer Unternehmensgründungen. Und da habe ich eben auch den Vorteil, dass ich mein Arbeitsleben völlig selbst gestalten kann. Ja? Also wie ich vorhin meinte, so Betriebskindergarten, Tagesmutter, Tagesvater etc. Ja, und dann noch allgemein finde ich, ist mir wichtig, ich glaube ja, wie gesagt, diese Asymmetrien liegen halt an unseren Männern, an unserem Frauenbild, an unserer Unterscheidung von Geschlecht. So. Und da kann sich, glaube ich, jeder auch mal selbst fragen, was für ein eigenes Frauenbild habe ich, weil Männerbilder werden nicht von bösen Regierungen oder irgendwelchen bösen Firmen gemacht, sondern vor allem wesentlich von uns. Und da können wir uns alle selbst fragen,
zum Beispiel irgendwie auch als beruflich erfolgreiche Frau könnte ich ja fragen, irgendwie, welche Art von Mann schätze ich eigentlich? Ja? Was irgendwie, was kann ich mir total vorstellen als idealen Partner? Muss das jemand sein? Kann das jemand sein, der vielleicht beruflich gar nicht so ambitioniert ist, der irgendwie am liebsten zu Hause ist und Kinder betreut? Wäre eigentlich total praktisch. Ja? Dann bräuchte ich gar nicht so groß diskutieren, wer dann bei einer fehlenden Betreuungsmöglichkeit die Kinder betreut. Oder muss es irgendwie doch jemand sein, der irgendwie noch krasser erfolgreicher ist als ich, höhere Ambitionen hat? Weil dieses Bild wirkt ja auch auf Männer wieder zurück. Ja? Und dann gibt es wiederum Männer, die das dann merken und sich vielleicht für Karrierewege entscheiden, auch wie sie keinen Bock haben, aber die halt denken irgendwie, ich muss das irgendwie machen, weil finde ich Anerkennung. Und dann wird wiederum der Raum eng bei den Führungspositionen, weil natürlich mehr Bewerber draufstehen. Soweit. Ich habe schon ein Zeichen bekommen. Kannst du nicht sagen, dass ich aufhören soll? So. Ich bin unter dem Tisch auf den Fuß getreten. Dann versuche ich ganz schnell darauf einzugehen. Also mein Hauptargument ist, ich will, dass sich was ändert und ich will, dass sich jetzt was ändert. Und alle anderen Veränderungen, die irgendwie aus dem System herauskommen, brauchen einfach deutlich länger Zeit. Die will ich definitiv auch alle haben, aber ich will sie schneller und einfach auch jetzt schon Veränderungen. Zu deinen Punkten. Anonyme Bewerbungen sind auf Höhe von Vorstandsaufsichtsräten definitiv unmöglich, weil es einfach Personenkreise sind innerhalb von Deutschlands, die so bekannt sind. Also wenn du da irgendwie reinschreibst, mein letzter Job war irgendwie Personalvorstand bei Siemens, ja gut, dann kannst du das irgendwie, musst du wahrscheinlich im Zweifelsfall nicht mal googeln. Und es geht auch deshalb nicht, weil solche Menschen ja einfach auch einen ganz hohen repräsentativen Anteil in dem Job haben. Du musst die Leute dafür kennen. Zweitens irgendwie selber gründen. Also irgendwie, ich finde einfach irgendwie nicht jeder ist der geborene Unternehmer. Wir können jetzt irgendwie nicht sagen, wenn du so arbeiten willst, wie du willst, dann schaff halt dein Unternehmen selber. Das finde ich ist ein bisschen zu sehr, ist irgendwie schon fast arg neoliberal. Und das geht auch so ein bisschen einher damit, dass du dann quasi damit forderst, wir sollten alternative Systeme gründen. Jetzt hast du vorhin immer die Piraten in Deutschland als Beispiel gebracht. Ja, wir haben eine alternative Partei gegründet, aber mit dem Ziel, die deutsche Gesellschaft zu verändern. Wir haben nicht gesagt, oder die Menschen, die Piraten gegründet haben, wir finden das System in Deutschland blöd, wir wandern aus. Also sind wir uns da irgendwie schon einig, dass man ja am besten Systeme doch irgendwie verändert, indem man sich in sie reinbegibt. Na, was du sagst, wir sollen unsere eigenen Geschlechterbilder überdenken, ja. Finde ich auch gerade ganz schlimm, wenn man sich die Entwicklung anguckt, irgendwie gerade so, ja, wie kleine Kinder heutzutage auch umworben werden mit was für Geschlechterstereotypen. Mein Bild von mir als Mensch, Frau, Berufstätige hilft mir aber überhaupt nicht weiter, wenn ich halt jemandem gegenüber sitze, der da sehr, sehr stark in binären Strukturen und den entsprechenden Zuschreibungen denkt. Und dann, was du angesprochen hast, dass sich erfolgreiche Frauen einfach dann auch für andere Themen stark machen. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil wenn man sich anguckt, wer die größte Lobby für eine Frauenquote ist, sind es mittlerweile definitiv erfolgreiche Frauen aus Wirtschaft und Politik in Deutschland. Spannenderweise die älteren Frauen, die einfach auch schon mehr Berufserfahrung haben, gegen mehr Wände gerannt sind vielleicht, stärker sogar als die jüngeren Frauen, die sich vielleicht auch oft einfach nicht in der Opferrolle sehen wollen. In der CSU in Bayern wurde die Quasi-Quote von den älteren Herren gegen die jüngeren Frauen durchgesetzt. Also das finde ich total spannend. Mein Abschlussstatement, ich würde mich auf die Seite der erfolgreicheren, erfahrenen Frauen schlagen und sagen, eine Quote ist definitiv notwendig, nicht weil Frauen nicht die gleiche Leistung bringen können, das können wir definitiv, sondern weil einfach keine Chancengleichheit besteht, wie du gesagt hast. Und da denke ich, müssen wir unser Grundgesetz mal vervollständigen. Erfüllen. Ja, vielen Dank für die beiden Abschlussstatements. Ich habe den Eindruck, wir haben wirklich die meisten relevanten Punkte heute gut behandelt. Hat mir auch großen Spaß gemacht und ihr habt es mir irgendwie echt einfach gemacht. Wir haben zum Beispiel darüber geredet, ob die Quote notwendig ist, ob sie nachhaltig ist, ob man die Ziele mittel- oder langfristig nicht sowieso von selbst erreicht oder ob man sein eigenes Ziel konterkariert, wenn man das einsetzt, was man langfristig eigentlich dekonstruieren möchte. Über den Punkt hätte ich gerne noch ausführlicher geredet. Ich habe den Eindruck, da ist ein wirklich interessantes Spannungsfeld. Das haben wir jetzt einfach nicht mehr schaffen können, aber wir haben es immerhin mal angesprochen. Vielen Dank an das Internet für die Fragen. Und wir haben die Fragen fast alle geschafft. Das liegt auch daran, dass immer noch nicht so viele Leute zuschauen, wie wir es verdient haben. Vielleicht macht ihr nochmal Werbung für P9 Live in eurem Bekanntenkreis.
wir haben die Quellen, auf die wir uns bezogen haben, so die Studien, die wir zitiert haben, hoffentlich alle im Pad. Ansonsten tragen wir die noch nach, das Pad gegenüber @p9live über Twitter. Da könnt ihr euch nochmal einlesen, wenn ihr wollt. Ja, Laura? Ich möchte noch ein klitzekleines Meta-Statement hinterher schieben. Gerade in einer Partei, die sich so sehr für Basis- oder über Basisdemokratie auch definiert, ich fände es sehr, sehr schön, wenn wir uns alle über Themen, über die wir diskutieren, informieren. Wenn ich über Frauenquote rede, stelle ich ganz oft als erstes fest, dass die meisten Menschen noch nicht mal wissen, was auch nur ansatzweise in diesen Gesetzentwürfen in Deutschland drinsteht oder in Europa, geschweige denn, was denn eigentlich genau ein Aufsichtsrat oder ein Vorstand ist. Also Appell an euch alle, die ihr das irgendwann vielleicht auch nachträglich guckt. Bevor ihr über ein Thema diskutiert, bevor ihr auch darüber abstimmt, informiert euch einfach noch mal kurz. Ich glaube, das tut uns allen ganz gut. Wir hatten ein paar Fragen, die an den Kegelclub mehr oder weniger gerichtet waren oder Definitionen über den Kegelclub abfragten. Die haben wir jetzt nicht behandelt, weil wir hier für P9 Live da sind und nicht der Kegelclub. Wir werden die aber an den Kegelclub weiterreichen und vielleicht folgt ihr einfach dem Kegelclub-Twitter-Account, der wird sich irgendwie mit diesen beiden Fragen, die an ihn gerichtet waren, dann auch auseinandersetzen. Ja, die Debatte geht also weiter, ihr könnt euch noch viel informieren und vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt.